Der Wetterbericht hatte starke Schneefälle vorausgesagt. Dass es allerdings so schlimm wird, hatte Bauer Jürgen Janik aus dem erzgebirgischen Breitenbrunn nicht gedacht, als er zu seinem Stall kam. Ich bin heute Nachmittag noch mal her und wollte hier füttern und habe gesehen, dass das Dach drin lag. Also hier war zur Zeit, wo es passiert ist, niemand. Der Sohn war Schneeschieben in der Gemeinde und wie gesagt, dann wollte ich hier füttern gehen und da lag das ganze Zeug drin. Ein Drittel des Stalldachs war eingestürzt und noch 12 Tiere waren verschüttet. Sofort rief Jürgen Janik die Feuerwehr. Wir wurden gegen 17.20 Uhr von der örtlichen Leitstelle in Zwickau alarmiert zu einem Einsturz des Stalldaches mit verschütteten Tieren. Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, haben wir 10 verschüttete Tiere vorgefunden, die mit Hilfe der ortsansässigen Firmen mit Baggerarbeiten, mit Bagger und Greifer konnten wir diese Tiere befreien, sodass keine Tiere zu Schaden kommen. Und jetzt wird noch mit Hilfe des technischen Hilfswerkes das parallel dazu stehende Stallgebäude abgeschaufelt, um dort auch den Einsturz zu verhindern. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr und des THW konnten alle Tiere gerettet werden. Die wurden in einem Nachbarstall untergebracht. Im Stall selbst sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Insgesamt waren über 60 Helfer vor Ort. Das andere Stallgebäude musste noch von den Schneemassen befreit werden. Mühsam wurde der schwere Schnee Schaufel für Schaufel nach unten befördert. Der Einsatzleiter war mit der Arbeit der Hilfskräfte zufrieden. Zusammenarbeit der Einsatzkräfte, ob es die Feuerwehr ist, mit der Feuerwehr aus den anderen Orten oder mit dem technischen Hilfswerk, hat reibungslos funktioniert. Okay. Bis in die Nachtstunden wurde gearbeitet, um weitere Überraschungen vorzubeugen.